Jo, guten Tag, hallo. Guten Tag auch. Gibt's auch nicht mehr heutzutage. Naja, gut. Freundlichkeit wird im Mittelalter nicht groß geschrieben, auch wenn das nicht der gängigen Rechtschreibregelung entspricht, aber ist halt so. Ich weiß, ich müsste mich rechts einordnen, aber das mache ich mal aus Ausholgründen nicht, weil sonst müssen wir komplett die Linksabbieger, die nicht vorhanden sind, abräumen und das muss ja auch nicht sein. Ne? Das ist alles mit Arbeit verbunden. So, das ist jetzt draußen. Nein, man merkt nicht, dass der Bus vorne fast nicht hörbar ist. Das ist echt heftig. Aber es ist auch ein Gelenkbus, ne? Da haben sich ja schon Leute beim C2 in der vorletzten. In der letzten Aufnahme ist ja schon wieder beschwert. Das heißt beschwert. Es kommentiert, dass man den Bus gar nicht hört, aber das ist halt einfach, du sitzt halt hoch, hoch, hoch. Du sitzt halt ganz vorne und das ist ein neuer leiser Bus und das ist halt ein Gelenkbus und naja gut, kommen Sie rein, hallo. Fahr schon mal auch keiner. Sollen wir gerade rechts sein? Ich sollte langsamer fahren. Ich meine, wir sind ja auch bis auf jetzt knapp Minute pünktlich. Was mir das Plus dort rechts auf dem der Genet da irgendwie gezeigt hat, deswegen können wir auch ein bisschen anständig fahren. So, 601. Und zwar mal exklusiver Linienweg der 601. Sind wir noch nie lang gefahren. Betonen, dass. Na gut, wir sind aber froh, dass da noch ein H dazwischen ist und nicht noch ein zweites T. Ansonsten ist das, glaube ich, nicht ganz jugendfrei gewesen. So, da. Oh. Ich sehe die Haltestelle viel zu spät. Es tut mir leid. Ich sollte noch langsamer fahren. Aber ich will auch nicht so viel Verspätung haben, wenn ich ehrlich bin. Ich muss, glaube ich, einen Mittelweg finden. Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Ne, was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Steppe mein Fahrschein absteig ein, höre ich auf das, was der Trottel da redet. Naja, gut. Ich komme damit klar, es ist in Ordnung, ne? Ich werde jetzt einfach nur 40 fahren oder so höchstens. Ich werde mich eh nicht dran halten. Oder 50 vielleicht, ne? So ganz ungefähr 50. Und dann schauen wir einfach mal, ne? Boah, meine Nase ist zu. Das glaube ich gar nicht bei dem Wetter, das ist echt schlimm. Ich habe das Gefühl, ich näsle die ganze Folge jetzt voll zu. So, eigentlich näselt irgendwie, aber irgendwie. Es fühlt sich komisch an. Es hört sich wahrscheinlich nicht so an, aber es fühlt sich so komisch an. Und es ist wahrscheinlich genauso wie mit der Videoqualität, die ich irgendwie seit Wochen versuche, um einiges zu strecken. Also es ist wahrscheinlich nur dann aufgefallen, wo ich auf einmal 60 FPS angeboten habe, aber ich sitze schon seit Wochen in irgendwelchen Optimierungen von Codex und bla und Gedöns und sowas. Ich glaube, der Einzige, der überhaupt einen Unterschied sieht, das bin ich. Also ich sehe da immer einen relativ großen Unterschied. Oder ich sehe zumindest mal einen Unterschied. Aber ich glaube, das interessiert sonst das wieder keiner. Okay, weißt du, die Haltestellen sehe ich jetzt, wo keiner da ist. Ich glaube, ich bin echt der Einzige, dem das irgendwie auffällt, dass da irgendwie die Videoqualität sich verändert hat. Naja, egal. Was willst du machen? Dann ist es wahrscheinlich auch genauso, dass ich wahrscheinlich der Einzige sein werde, dem auffällt, dass ich hier näsel des Todes, aber naja. Ich bin sowieso der Meinung, dass das einem als Zuschauer eigentlich gar nicht auffällt, wenn der Let's Player heiser ist oder sowas. Also, ich habe jetzt schon einige Videos von Leuten angeguckt, wo sie gesagt haben, oh, ich habe gerade voll im Hals und sowas oder gerade voll Nase zu und Hals tut. Weder man merkt es als Zuschauer, meiner Meinung nach, irgendwie fast gar nicht. Aber der Typ, der hier sitzt, also der fühlt sich zum einen mal beim Reden überhaupt mal ein bisschen so verstopft eben in der Nase. Und zum anderen merkt der das dann auch irgendwie am Video an sich. Aber ich glaube, man ist dann selber eh meistens zumindest am kritischsten mit seinen eigenen Videos. Gibt natürlich auch Leute, die sind jetzt nicht mit ihren eigenen Videos, aber es ist halt so. Ach Leute, da kannst du locker fahren. Du bist sogar ein Berliner hier. Wenn jetzt irgendwie von Land irgendwo hergekommen wärst, dann kann ich das verstehen. Aber als Berliner und jetzt fahren. So, jetzt darf ich nämlich auch fahren. Das ist schön. So, ich glaube, die erste müssen wir raus, gell? Richtung Altstadt. Steht eigentlich wieder das Pferd auf dem Flur? Ich weiß es gar nicht. Ich bin da mal gespannt. Ob da noch unser schönes 2D-Pferd steht. Ich würde mich sehr freuen. So, Zehlendorfer Straße. Da kommen wir auch im X10. Dann ist auch wieder nichts los. Also irgendwie. Ich weiß nicht, aber die Leute. Ich habe so das Gefühl, dass die Leute sehr viel Platz haben heute da hinten. Na gut. Was willst du machen? Dann kannst du aber für die Leute freuen. So, da dürfen wir nicht rein. Da müssen wir auch gar nicht rein. Und jetzt links. Ich denke mal Richtung S-Bahnhof Telto. Yep, genau. Ja, S-Bahnhof Telto. Statt in die Richtung. Fahren wir auf jeden Fall.
Ich glaube, ich habe mir noch nicht drum gekümmert, dass irgendwo Fahrplan hängt, oder? Ich glaube, das habe ich noch nicht irgendwie. Bitte warten. Ja, ist okay. Minus 2. Okay, auf einmal waren wir überpünktlich. Nee, ich glaube, ich habe keinen Fahrplan irgendwo hängen. Herzlich willkommen. Ach, cool. Ist da... Nee, die Lücke ist gar nicht mehr so groß. Wir haben jetzt auch hier für unseren... Wir haben jetzt halt für unseren Überlandverkehr... Boah, das ist gerade ganz schön mit der Nase. Wir haben für unseren Überlandverkehr gerade einen Citaro erste Generation, also als Stadtversion bekommen. Also mit Innenschwenktüren und sowas. Und ich habe ja schon ein paar Mal drüber geredet, dass es einfach nicht passt. Ein Stadtfahrzeug im Überland und ein Überlandfahrzeug in der Stadt und sowas. Und das Ding, das ist ja ganz schlimm. Also es ist echt heftig. Also die Türen, die dicht ja nicht mal ansatzweise ab. Und bei uns fährst du halt Geschwindigkeiten so um die 80 rum ganz locker mal. Schneller darf man auch nicht, ich weiß. Und ja, das ist irgendwie... Also da zieht's durch und da pfeift das überall. Das ist ganz schlimm. Die Türen, die wackeln bei jedem kleinsten Schlagloch. Also Innenschwingtüren bei höheren Geschwindigkeiten, das ist echt der Horror. Und vor allem ältere Innenschwenktüren. Also ich glaube, bei neueren, die dichten da vielleicht noch halbwegs ab. Aber so ältere ist ja echt... Dem ja, gefällt das nicht so, ne? Da schafft man sich bei den Citaro Ü an, aber es war ein Gebrauchtfahrzeug, was wir da haben. Das merkst du auch an der Ausstattung. Das war kein Bahnbus früher, das war irgendein anderer Verkehrsbetrieb. Und ja, dementsprechend... Genau, würde ich gerne mal grün bekommen, wollte ich gerade sagen. So, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, es tut mir leid. Liebe Leute, jeder auf der anderen Spur vielleicht wartet, fahren zu dürfen, aber... Ich bin Bus, ich darf das. So, müssen wir denn abbiegen? Ich glaube nicht, gell? Nee, es geht geradeaus. Es geht... Ach komm. Es war noch grün. Ich wollte es nicht nochmal an der Ampel stehen, ganz ehrlich. So leid es mir tut. Du darfst auch noch warten, hast du mich auch gesehen. Ja, jetzt habe ich voll Lust auf... Ach, Burger-Treff, ernsthaft? Ach so, nee, das war zu... War ich mein Witz mit dem Burger-Treff. Und da war wirklich jetzt ein Schild mit einem Burger drauf. Das finde ich jetzt echt traurig. Die haben meinen Witz geklaut. So, der nicht lustig war. So, den nehmen wir nicht mit. Da sieht gut aus. So. Teltow Burger-Treff. So, die 620. Wie lange haben wir die jetzt hinter uns hergurken? Ich weiß es nicht. So, machen wir einmal hinten auf. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt überhaupt ist. Ob da jetzt irgendwie. Ach, doch niemand mit. Übrigens, du kommst aber ein bisschen spät hier, ne? Wie war das, die Verkleinerungsform von Ohmes, ne, hier ein kleines Ohmes, ein Öhmchen oder sowas, also irgendwas mit Physik habe ich auch mal einen Witz gebracht hier, ich glaube, der war auch nicht lustig. Hab's wieder vergessen, ich glaube, es war auch nicht so wirklich lustig und war auch nicht wirklich informativ und auch nicht interessant, aber das mit dem Öhmchen ist mir immer noch irgendwie in Gedanken geblieben. Genau, so, Busspur stimmt, glaube ich, hoffentlich, ohne auf den Bus da vorne rein zu juckeln. So, 601, aber wir fahren gerade aus. Interessant. Darf ich dann hier auf der Spur bleiben? Ich hoffe mal. Weil das Problem ist halt, dass die Rechtsabbieger, genau wie Flora zum Beispiel, die wollen da vorne jetzt ja rechts abbiegen, weil es ja Rechtsabbieger sind. Und ich meine, die fahren ja dann über meine Spur und ich fahre ja geradeaus und das kommt dann zu einem Chaos und dann werden wir alle sterben. Ich glaube, ich hätte einfach am besten hier auf die Mittelspur sollen. Die da. Hier, da, wo der LKW steht. Oder wir haben eine eigene Ampelphase. Ich hoffe, die ist lang genug. Gut, und meine Bedenken bezüglich, wie lange wir noch vor uns haben, das hat sich auch gerade erledigt, weil die 26 nur bis S-Bahnhof Teltow stattfährt, heißt die, ist dann gleich, ja. Genau, das habe ich nämlich vermutet. Es gibt nämlich Chaos, Stau und Tote. Und ich komme wieder nicht vorwärts. Dankeschön auch. Warum geht das nicht weiter hier? Ja, Flora, fahr mal. Dankeschön. Ich weiß es. Leute, man kann sie auch mal ein bisschen durchdrücken hier. So. Aber es klappt mit der Busspur doch ganz gut, wenn die Rechtsabbieger wirklich aufpassen, was ich nicht vermute, weil... Warum sollten die aufpassen? Ich meine, das ist ein Autofahrer. So, S-Bahn auf Teltow Stadt. Sieh mal, vielleicht sogar eine S-Bahn hier. Ich weiß es nicht. Nö. Ah doch, da steht eine. Hey, cool. Ich würde gerade gerne sagen, die wartet auf unsere Umsteiger. Aber normalerweise ist es ja eher andersrum, dass wir dann auf die Umsteiger warten. So. Nämlich dann machen wir uns doch gerade mal hier auf den Weg einmal weiter. Ich weiß ja gar nicht, wie weit wir es noch haben. Ich glaube nicht mehr allzu weit.
fahren irgendwie noch über Bahnhof oder sowas und dann, naja. Wir werden noch ein Weilchen fahren. Pünktlich sind wir ja auch halbwegs. Heißt, das haben wir eigentlich alles trotz der anfänglichen Schwierigkeiten in Folge 1 irgendwie ganz gut gemeistert. So. Ach so, Dankeschön auch. Jetzt dürfen wir hier auf die Spur oder was? Liebe Verkehrsplaner, das finde ich super. So. Dürfte ich dann. Ich blinke einfach schon mal ganz penetrant, ne? Vielleicht lässt uns dann. Ja. Am besten keine Busampelphase davor setzen. Warum denn auch eine Busampelphase? Damit wir hier irgendwie vorbei oder rüber kann oder so? Nein. Also Busampel. Nee, also der Bus, der kriegt keine Ampelphase. Nö, der darf sie irgendwie so reindrücken. Ja, ihr mich auch. Enger als erwartet. Aber hat er funktioniert. So. Hier war ich jetzt auch echt noch nie. Also ich bin meistens ja nur rechts abgebogen am S-Bahnhof Teltow-Stadt. Ansonsten hier geradeaus noch nie. Ich habe mir erst überlegt, ob ich die X1 fahre. Aber ich habe mir gedacht, gut, hier fahren noch ein paar Schlenker. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Dann kann man vom Betrieb so losfahren. Und die Folgen werden ein bisschen länger. Weil bei der X1 wären die wahrscheinlich so gerade so 15 Minuten lang geworden. So plus 1. Na gut. Da wächst Gras auf der Ding da. Du wartest jetzt aber nicht auf Money, oder? Ja, hast du auch... Der hat jetzt nicht wirklich auf Money gewartet. Du wärst schon fünfmal durchgefahren, so. Und Donut wäre auch nicht schlecht. Ich halte jetzt hier an und hol mir Donut oder bist... Da ist sogar Dönerspieß. Hey, geil. Da ist sogar Dönerspieß drin. Ich bestelle mir jetzt Donut für Rückfahrt und dann ich hole Donut und dann ich esse Donut im Bus. Ich meine, ihr als Fahrgäste dürft das nicht, weil ihr andere Fahrgäste zustehen. Ich als Busfahrer darf das aber, weil... Ich meine, ich habe hier meine eigene Kabine und darf ich tun und lassen, was ich will. Okay, darf ich zwar auch nicht, aber... Ich mir auf jeden Fall Hot Donut oder Lamagun ist auch lecker. Wollte ich aber gesagt haben. Das muss auch ein guter Döner sein. So, weil wenn das nichts gut ist, dann nichts mehr. Gut, so Blumenstraße. Ja, wenn wir schon bei Gemüse und Döner sind, dann... Können wir auch hier gerade einmal ne und jo, einmal hier anhalten. So. Zu damit. Ach, das blinkt so toll. Und Tinos schießen. So, Blumenstraße. Ich habe echt keine Ahnung, wie weit es noch ist. Ich hätte mir den Linienplan etwas genauer anschauen sollen, ne? Oder mich informieren sollen, dass ich hier einen Fahrplan mal in den Bus einbaue. Aber das wäre zu viel verlangt gewesen. Das kannst du nicht bringen. Hat er sich selber ansagen dürfen. Ach, cool. Bayer heißt ja nicht mehr Mozart. Das tut mir leid. So, das ist eine Haltestelle. Hier, das ist eine Haltestelle. Hier. Mozartstraße. Bist du Mozart? Du da. Mirko, bist du Mozart? Es wäre auf jeden Fall gleich Anfangsbuchstabe. So, guten Tag. Komm mal weiter. Geh mal bitte zu da hinten. Sag mal. Na, dankeschön. Also entweder stand da noch jemand in der Tür oder es war einfach ein Türfehler. So, lieber Scanner-LKW, ich bin auch sehr stolz auf dich, dass du mich nicht rausgelassen hast, aber... Ich hätte auch wirklich warten können. Also das wäre es ja nicht so wichtig, dass er mich rauslässt. Ich habe ja Zeit. Hätte nochmal bremsen können, wenn die Fahrgäste zwar vorne eine Scheibe geklebt, hätte man noch Innenscheibenwischer gebraucht, aber hey, ist ja okay. Du warst aber gerade sehr leise, Mozart. Musst ein bisschen lauter reden, damit man dich versteht bei dem Regen auf den Straßen. So, genau. Bahnhof, haben wir, glaube ich, noch zwei Haltestellen. Zum Bahnhof fahren die alle 20 Minuten und dann jede Stunde, glaube ich, nochmal raus bis Siegfriedshorst, wo wir es dann fahren. Das sind, glaube ich, nochmal zwei Haltestellen. Die ich aber durchaus nochmal zeigen wollte. So abbiegen müssten wir nicht. Immer schon Sicherheitsabstand einhalten, weil sonst sehen wir die Hilfspfeile nicht. So, Bahnhof Teltow. Wo ist denn der? Ach, das ist der Bahnhof. Ich habe mich gerade schon gefragt, hör, Bahnhof, wo Bahnhof? Also ich verstehe nur Bahnhof. Aber trotzdem eine sehr kleine Haltestelle. Müsste denn da links abbiegen, weil da Siegfriedshorst steht. 601, genau. Ich glaube, ich gehe, das ist der Terminus am Bahnhof und dann ist das... Ja, irgendwie der Bahnhof da oben. Okay. Ich habe schon fast dead. So. Ist hier plus eigentlich wieder... Mit dieser letzten Tür, ey. Okay, plus ist wirklich Verspätung. Letzter Versuch, ansonsten gehe ich jetzt am Stock. Dankeschön. Oh, das wollte einfach so viele Leute aussteigen. Das könnte ich auch sein. So, ja,
Ja, Golfi, dann fahr einfach. Wenn schon Vorfahrt nehmen, dann richtig. Sowas hat der Fahrschule gelernt. Wenn man einem die Vorfahrt nimmt, dann aber auch wirklich durchfahren. So. Sigrid horcht. Ansage? Ach, Kollege. Ich bin Bus und selbst ich fahre schneller als wie du. Sind 30 hier oder so, nicht 10 oder 20. Ja gut, jetzt wäre es vielleicht ganz wichtig zu warten. Du darfst fahren, Golfi. Dankeschön. Ihr könnt es auch den armen Linienbus Linienbus durchfahren lassen können, aber nö. Ich habe darauf gehe ich gar nicht mehr ein. So, LKW ist immer geradeaus. Ich möchte doch gar nicht rein und ich bin auch gar kein LKW. So, ich fahre einfach mal. Ist gut bei Nebel einfach zu fahren. Das ist eine sehr gute Idee. Wenn das einfach beide Seiten denken, dann kommt es immer dazu, dass das irgendwie gut ist. So. Tulpenweg. Stehen hier irgendwo Tulpen rum oder eher nicht so? Ich glaube nicht. Naja, gut. Die Wiese links sieht auch sehr kahl aus. Ich weiß es ja nicht. Weil das sind wir hier schon gewohnt von der Map. Das ist ja nichts Neues. So, du darfst gerne fahren. Dankeschön. So. Darf ich jetzt zumachen? Uns gehen auch beide Türen zu vielleicht. Dankeschön. Ach, ich bin so stolz auf dich, Bus. Du bist so... Ah, oh, bist ein toller Bus. Hast du fein gemacht. Du kannst Türen zumachen. Ey, diese Engstellen hier finde ich jetzt echt gemein. So alle 2 Meter. Okay, die kommen wirklich alle 2 Meter. So, Endhaltestelle, glaube ich, dürfte vielleicht... Genau, ist eigentlich Endhaltestelle, oder? Ich glaube, wir müssen aber noch irgendwie Richtung Terminus fahren oder sowas. Sonst haben wir den Schleicher von gerade eben. Weißt du, ich habe einmal an der Haltestelle gestanden und ich habe ihn trotzdem noch vor mir. Huhuhu. So, Sigridshorst. Okay, ist schon Endhaltestelle. Mozart, warum hast du nichts gesagt? Bus endet hier. Ja, das stimmt. Nö, zum Hof essen möchte ich nicht. Deswegen bleiben wir mal hier so stehen. Hof SML losgefahren. Boah, du hältst so grandios an einem Bussteig. Das ist so... Oh, ich bin so stolz auf dich. Ja, das sollten wir irgendwie nochmal korrigieren, glaube ich. Das korrigieren wir gerade nochmal, ne? Das ist ansonsten... Kannst du es echt keinem anbieten hier. So. So, das war die erste Tür halbwegs adäquat hier steht. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. So, halt, stopp. Hier keine Durchfahrt. Das war's heute für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen, dass ich... Zum einen ein bisschen auch eingegangen bin, was ihr haben wolltet, und zum anderen, naja, gut. Der Anfang war ein bisschen chaotisch, aber es hat dann doch ganz gut funktioniert. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, habt noch einen schönen Tag und tschüssi!